Hallo, ich dachte, ich mache mal ein Video zu dem, was ich zu Abend esse. Also ich habe jetzt schon hier so einen ganzen Mixer voll gehabt. Das habe ich jetzt leider vergessen zu filmen. Voller Bananen und Datteln. 6 Bananen und 25 Datteln mit Wasser. Gut durchgemixt. Sind an die 1000 Kalorien dürfen das sein. 1200. Und jetzt brauche ich für heute noch mein Grünzeug, beziehungsweise mein Gemüse. Da habe ich jetzt nicht das Optimalste, ist ein bisschen improvisiert. Ich habe hier einen ganzen Kopf Eisbergsalat, ist halt nicht ganz so grün, deswegen nicht ganz so mikronährstoffreich, auch nicht makronährstoffreich natürlich. Das heißt wenig Mineralien und Vitamine, aber ist halt ein ganzer Kopf und es kostet nur 80 Cent. Ich habe jetzt keinen grüneren oder kein grüneres Blattgemüse gefunden. Und ja. Ich werde dann wahrscheinlich ein paar Tomaten hinzufügen. Und das Wichtigste ist natürlich das Dressing. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte eigentlich auch Zucchini kaufen, habe ich aber keine gekriegt. Aus Zucchini wollte ich das Dressing auch teilweise machen, also als 50% Bestandteil sozusagen. Jetzt mache ich das Dressing einfach aus Lauchzwiebeln. Paprika als Ersatz für Jalapenos. Ich habe da letztens ein Video zugesehen, wie ein gutes Dressing gemacht wurde. Ich habe jetzt einfach mal was genommen, was ich halt noch da hatte, damit ich wenigstens ein bisschen Varietät reinbringe. Dann habe ich hier Pilze, eine Avocado, da werde ich wahrscheinlich die halbe verwenden. Dann verwende ich den Saft von einer Limette und ein bisschen Petersilie als Dillersatz. Ich habe jetzt auch keinen Dill bekommen leider. Ich muss mal irgendwie in einen anderen Supermarkt gehen und gucken, ob ich das dann bekomme. Ja, dann werde ich einfach mal gucken, wie das schmeckt und dann sehen wir uns bis dahin. Also bis bis ich das fertig habe und dann sage, ob es mir schmeckt oder nicht. So, ich habe jetzt hier das werdende Dressing fertig. Gucken, wie man es gut sehen kann. Irgendwie alles scheiße. Kriege gerade nicht ganz so hin. Auf jeden Fall ist jetzt alles drin. Und ich versuche mal, ob das so funktioniert mit dem Mixen. Und mit so wenig Flüssigkeit. Und los geht's. Würde sagen, das passt so. So sieht das Dressing dann aus. Sieht doch ziemlich geil aus. So, probiere ich das mal. Ich hatte doch hier schon einen Löffel. Schmeckt auf jeden Fall gut. Hat aber auch noch Potenzial zur Verbesserung. Wir sind halt jetzt keine Gewürze drin. Außer die Petersilie. Und auch kein Salz. Weil man halt wirklich nur Spuren von Salz braucht und alles andere dann nur Wasser im Körper speichert. Ja, mit Dill wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Und ich gucke auch mal, wie, ja, wahrscheinlich auch mit den Jalapenos. Pilze schmeckt man gar nicht so sehr raus, da kann ich auf jeden Fall mehr nehmen. Ich mache einfach nochmal ein Video, wenn ich eine bessere Lösung gefunden habe, aber auf jeden Fall schmeckt es schon ganz gut. Dann werde ich das mal hier rüber kippen.
einfach rein. Oh, ich nehme mal alles. Ist ein großer Salat. Ich kratze das dann gleich noch aus. Ich wollte es aber noch kurz für euch mit dem Salat probieren. Schmeckt auf jeden Fall gut. Und dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe und mit improvisierten Sachen. Also ich hatte die Limetten und Pilze und so extra gekauft schon. Ich wollte auch die Zucchini kaufen. Aber ich mache das auch gar nicht so oft und werde es auch nicht so oft machen. Ich habe das jetzt ein bisschen überschlagen, dass der ganze Salat kostet jetzt ca. 4,50 €. Ich meine, ist schon eine ordentliche Schüssel. Und ein richtiges Dressing, richtig gesund. Aber jeden Tag wäre mir persönlich zu teuer. Meistens haue ich mir einfach 400 Gramm blanchierten Spinat rein, entweder im Smoothie oder ich, wie nennt man das auf Deutsch? Steam. Dämpfe das. Und ja, die 400 Gramm, die kosten nur 95 Cent circa. Das ist schon ein Unterschied zwischen 4,50 € und hab damit wahrscheinlich sogar noch mehr Nährstoffe drin. Aber sowas schmeckt halt ganz gut, kann man sich mal gönnen. Ich glaube, da hätten auch noch zu den Lauchzwiebeln zusätzlich noch normale Zwiebeln und genau, Knoblauch hätte man auch noch nehmen können. Ich glaube, ich nehme jetzt ausnahmsweise einfach mal Knoblauchgewürz, dann schmeckt das noch ein bisschen besser. Also Gewürze will ich eigentlich auch reduzieren und eher mich auf frische Zutaten konzentrieren. Die Petersilie war jetzt ja auch gefroren. Ich hatte halt nichts anderes. Naja, auf jeden Fall spontan guter Salat hingekriegt, finde ich. Und ich werde vielleicht auch noch, oder wahrscheinlich auch noch mehrere solcher Videos machen. Bis dahin. Tschüss.